Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal hier bei HolyLOL. Und ich kann euch eins sagen, langsam wird Rocket League unverschämt. Ihr wisst ja noch, dass gestern bzw. vorgestern die Torexplosion Drachenduell in Eloxiert im Itemshop war. Und heute hauen sie wieder eine raus. Und zwar, naja, wir schauen sie uns gleich an. Ich meine, ihr habt sie ja schon im Titel gelesen. Aber denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Und gleich kommt auch noch Road to Grand Champ in Rumble. Dies hier ist nur ein kleines Video zwischendurch. Im Item Shop ist, ja, Höllenfeuer in Gold. Eine richtig geile Torexplosion. Ich sage es euch, ihr seht es im Besitz. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich musste sie mir holen. Und falls ihr euch die auch holen wollt, dann tragt doch gerne mein Creator Code HolyLOL ein. Dann unterstützt ihr mich ein bisschen. Ich würde mich drüber freuen. Ach ja, und der Komodo in Gold ist auch im Item Shop. Also, falls ihr dieses Auto mögt, in Gold, sieht gar nicht so schlecht aus. Aber Höllenfeuer in Gold, irre. Oder einfach nur irre. Wir gehen jetzt in eine kleine Runde 1 gegen 1. Und da schaue ich mal, ob ich ein Tor schießen kann. Und dann sehen wir uns die Torexplosion auch mal im Spiel an. Wir sind angekommen in der Runde 1 gegen 1. Ich hoffe, ich kann ein Tor schießen. Ich möchte ja die Torexplosion auch gerne mal sehen. Okay. Ich habe wieder Probleme mit meinem Doppelsprung gehabt. Aber diesmal zum Glück nicht. Es kann durchaus sein, dass ich hier im 1 gegen 1 verliere. Wir sehen die Torexplosion. Höllenfeuer in Gold. Ich werde irre. Die ist ja richtig gut. Einmal noch. Sorry, Gegner, aber ich möchte sie mir einmal noch anschauen. Wirklich eine wunderbare Torexplosion. Also, wenn ihr auf goldene Items steht und ja, und Höllenfeuer, dann ist die genau das Richtige für euch. Ich weiß auch nicht, warum die das machen. Hätten sie damit nicht noch ein paar Tage warten können? Jetzt haben wir erst die teure Drachenduell-Torexplosion gehabt. Und jetzt noch mal eine. Oh nein, ich habe mich verflickt. Mist. Ja, aber ich bin auch im 1 gegen 1 nicht der Beste. Das ist leider so. Aber noch mal darauf zurückzukommen. Wir hatten jetzt erst die eloxierte Perle. Perle, sage ich schon. Das ist ja ein, eine Lackierung. Den Drachenduell in eloxiert. Jetzt die Höllenfeuertor-Explosion. Ja, man hätte auch mal eine Woche, zwei dazwischen lassen können. Man kann ja nicht jede Woche so viel Geld ausgeben, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, was die sich dabei denken. Die denken sich auch, pass mal auf, wir knüppeln jetzt alles raus hier. Alles, was wir haben. Schade, den wollte ich so nicht spielen. Meine, er fährt am Ball vorbei und ich treffe den Ball nicht richtig. Ich habe irgendwie den Ball berührt, ja, aber nicht getroffen. Und ihr wisst ja, dass ich nicht wirklich gut bin. Also im 1 gegen 1. Manche Leute sagen, ich wäre auch so nicht gut, aber das ist immer die Meinung derer Leute. Meiner Meinung nach ist, oh Gott, meiner Meinung nach wollte ich gerade sagen, bin ich sehr, sehr gut in allen anderen Modis. Außer im 1 gegen 1. Hier habe ich jetzt gerade schon wieder Probleme gehabt mit meinem Doppelsprung. Er macht ihn nach rechts. So, und jetzt gucken wir uns das Höllenfeuer noch mal. Nein, gucken wir nicht. Er war relativ schnell wieder hinten. Okay. Boah, was für eine Parade. Der Ball fällt aber vors Tor. Er kriegt es aber nicht hin. Ich knüppel den Ball erstmal. Naja, ich versuche es, den Ball wegzuknüppeln. Er steht immer noch unentschieden. Aktuell bin ich im 1 gegen 1. Ich glaube Platin 1, Liga 2. Und ich mache den Ball rein. Da steht es 2 zu 1. Let's go.
Vielleicht werde ich ja nochmal ein richtiger 1 gegen 1 Spieler, hä? Ich glaube nicht dran, nein. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Torexplosion gefällt euch besser? Die Drachenduell in Eloxiert oder die goldene Höllenfeuer-Torexplosion? Ich bin tatsächlich ziemlich zwiegespalten, aber ich glaube auch, dass es daran liegt, dass es einfach zwei verschiedene sind, ne? Oh Gott, der war schlecht. Ich finde beide auf ihre Art und Weise wirklich wunderbar gelungen. Und Höllenfeuer finde ich eh super. Und ich hatte bis jetzt noch keine Höllenfeuer-Torexplosion. Deswegen, ja, hat sich das jetzt angeboten für mich, die Höllenfeuer-Torexplosion mir zuzulegen. Ah, schade, ich habe ihn zwar überspielt, aber leider nicht so gut. Nee. Da gehe ich mal lieber in den Shadow und blocke ihn da. Nee, er hat ihn. Ich nehme ihm aber den Boost weg. Und die Torschance habe ich ihm auch weggenommen. Komm, machen wir noch eins? Machen wir noch eins? Wir machen noch eins. 3-1. Let's go. Wunderbar. Noch eine Minute. Und wir haben dreimal das Höllenfeuer in Gold gesehen. Schön. Wirklich schön. Ich habe den Doppelsprung nicht. Ich weiß nicht, entweder ist was mit meinem Controller oder es liegt am Ping. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt Probleme in der letzten Zeit mit dem Doppelsprung. Und da ist er drin. 4-1. Ah, schön. Oh, ich wollte mir doch die... Naja, gut. Ich wollte mir doch die Torexplosion nochmal anschauen. Aber irgendwie habe ich dann doch gedrückt. Überspringen. Was für eine Parade von mir. Ah, ich wollte noch mit Gewalt den Ball ins Tor drücken. Aber jetzt macht er ihn, ne? Ja, ja. Den konnte er auch nicht mehr daneben schießen. Aber in letzter Zeit, ne? In den letzten 5 Wochen seit dem Neo Tokyo Aftermarket ist Rocket League leider echt teuer geworden. Ganz schlimm. Komm, der geht doch, oder? Ja, Mann! Das nächste Tor! Ein wunderbarer Kickoff. Das möchte ich ihm nicht antun. Also, dieses Gegentor wollte ich mir auch nicht nochmal angucken. Ja. Schon wieder. Ich habe zweimal gedrückt. Und durch diesen Scheiß mit diesem Doppelsprung, ne? Ey, ich habe keine Idee. Ich meine, ich spiele auf den US-Servern, habe einen 100er Ping. Aber daran kann das doch nicht liegen, oder? Geht er dahin? Oh Mann, wie schlecht. Ich versemmel gerade das Spiel. Ich versemmel es gerade. Oh, der Kickoff war auch schlecht. Nein, das darf nicht wahr sein. Innerhalb von 10 Sekunden habe ich das Spiel verdödelt. Ich war eigentlich der sichere Sieger. Ich war der sichere Sieger in diesem Spiel. Das darf nicht wahr sein. Komm schon! Oh Mann, nein! Frechheit! Oh, ein bisschen verzögert der Kickoff. Das funktioniert auch gerade nicht gut. Da habe ich ihn ausgespielt. Naja, nicht ausgespielt, aber ich habe den Ball geblockt. Viel mehr konnte ich jetzt nicht machen. Ich brauche unbedingt ein bisschen Boost. Ich bin ohne Boost hier unterwegs. Den nehme ich mit. Ja, gerade. Jetzt gehen wir hier echt noch in die Overtime, ne?
Oh Gott, ich habe nicht mal ihn gebammt. Ich habe ihn nicht mal gebammt gekriegt. Nee. So einfach mache ich es ihm dann doch nicht. Ja, mach ihn selber rein. Schade. Den triffst du nicht. Dann treffe ich ihn und ich gewinne. Er wollte einfach nochmal, dass ich die Torexplosion sehe. Ist ja nett von ihm. Kriegt er auch ein GG für. Und ja, diese Torexplosion wirklich gut. Da ihr seht, Platin 1 Liga 2. So, das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Aber denkt dran, gleich kommt Road to Grand Champ in Rumble mit dem guten Tombstone. Das hier ist nur ein Zusatzvideo. Das Road to Grand Champ fällt nicht aus. Und falls ihr euch diese Torexplosion kaufen solltet, die goldene Höllenfeuer-Torexplosion, könnt ihr gerne meinen Creator-Code HOLYLOL eingeben. Würde ich mich extrem drüber freuen, dann unterstützt ihr mich ein bisschen. Ich bedanke mich schon mal im Voraus und zum Ende hin schauen wir sie uns noch einmal an. Ein richtig geiles Ding. Einmal noch, komm. Jawohl. Schön, wirklich schön. Und wir sehen uns gleich bei Road to Champion wieder mit dem Tombstone. Bis gleich, haut rein, ciao.